Ich arbeite mit den Acrylfarben aus einem Grund, das trocknet schnell. Da kann ich eine Stunde später schon wieder drüber malen, wenn nicht früher sogar. Und ich bin ein Ungeduldsmensch, das ist für mich perfekt. Das hat ganz anders angefangen, als es heute aussieht. Das ist jetzt etwa dreimal übermalt und etwa genauso vielmal überklebt. Es hat einfach einen Haufen gebraucht, bis es jetzt gestimmt hat für mich. Ich klebe Sachen drauf und ich übermale das manchmal auch x-mal wieder, wenn es mir nicht gefällt. Und ich finde dann den Effekt schön, den es gibt. Aber ich mache es nicht bewusst, sondern ich mache es aus einer Notwendigkeit heraus, damit ich es so wieder verändern kann, dass es irgendwie wieder zu stimmen kommt. Hier drin arbeite ich. Das ist ein unvollendetes Werk. Das ist nur angekleidet und angeklebt ist es noch nicht. Das ist nicht permanent. Das ist etwas, was ich ständig verändere. Also ich lege das zuerst aus. Bei diesen grossen muss ich es ein bisschen ankleben. Bei den kleinen kann ich es auch am Boden legen. Es geht manchmal Wochen, bis mir das gefällt. Das muss so ein bisschen wachsen, am Bild auch, bis es mir gefällt. Das muss so einen Schalk geben und es muss eine Harmonie geben. Aber es muss auch ein bisschen Spannung drin sein. Ich habe eingerichtet, die Einrichtung ist auch mein Ding, schäbig, schick, kitsch. Aber halt auch immer alles so machen, dass es für mich passt, die alten Sachen, dass das Wertlose wieder zu recyceln, in Anführungszeichen. Und dass ich am Schluss Bilder übermale von anderen Künstlern oder von anderen. Ich habe überall fast einen Co-Künstler. Weil ich nicht sehr selten auf weiße Leinwände etwas mache, sondern ich nehme ein Bild, wo jemand schon etwas gemacht hat. Das Vergängliche, dass sie eben im Brockenhaus stehen, heisst, dass sie niemand mehr will. Zusammen mit all diesen Möbeln und Nippes und all dem Zeug, das dort rumliegt. Und es ist aber schade, ich möchte sie zurückbringen und in die heutige Zeit hinein katapultieren. Mit ganz viel Witz und Charme und Farbe. Damit die wieder in die heutige Zeit passen. Wenn es eine Unterschrift hat und ich sie übermalen muss, weil es mir nicht gefällt, was dort ist, was er unterschrieben hat oder sie, dann schreibe ich sie hinten wieder drauf, einfach von Hand, damit wir es noch wissen. Das war der Herr Hugertober oder Frau Meier, die hat das mal gemalt und dann ist Frau Krieger gekommen und hat es auch noch gemalt. Und wir zusammen sind super. Ich bin katholisch aufgewachsen, ich bin dort auch ausgetreten, das ist nicht meine Welt, aber man kann das nicht aus einem rausbringen. Und die Marien, die sind so schön. Oder auch die Bilder, die sind so schön gemacht. Die kann man nicht wegtun. Und dann habe ich auch die immer ein bisschen angefangen zu verändern, damit sie wieder in mein Leben passen. Also, aber Kitsch ist eben auch cool. Ich liebe Kitsch. Also für mich ist ganz wichtig, dass man sich selber und seine Kunst auch nicht so wahnsinnig ernst nimmt im Leben. In der Kunst gibt es niemand, der mir sagt, wie ich es machen muss. Es ist, ich entscheide, was schön ist für mich. Ob es einem anderen gefällt, ist unerheblich. Aber für mich stimmt das. Und ich kann machen, wie ich es will. Ich kann komplette Verrücktheiten machen. Für mich ist das der Hauptgrund. Das gibt mir die komplette Freiheit.